von der FPÖ Christian Hafenecker. Zu manchen Redenroboter und zu manchen Abstimmungsroboter hier erinnern angeschaut habe, es werden Dinge einfach nicht mehr hinterfragt. Und das ist auch der springende Punkt, warum wir heute diese Diskussion über autonome Waffensysteme führen. Und ich bin froh darüber, dass wir darüber diskutieren und dass wir auch einer Meinung sind, dass diese Systeme in keinem Einsatzbereich etwas verloren haben. Aber ich verstehe schon wieder die Frau Kollegin Kugler nicht, die hier sagt, ja, es sollen keine Kinder, keine verwundeten Soldaten und keine Journalisten erschossen werden von den Robotern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte diese Roboter gar nicht irgendwo im Einsatz haben. Und ich denke, es ist zwar mal ein erster Schritt, dass wir uns dagegen aussprechen. Faktisch ist es aber auch so, dass diese Entwicklungen natürlich die Supermächte in der Hand haben und wir jedenfalls hier mal ein Zeichen setzen müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, trotzdem sehe ich hier eine gewisse Doppelmoral. Warum? Weil wir reden jetzt über autonome Systeme und ein bisschen noch über automatische Systeme, aber die automatischen Systeme, sprich Lenkraketen, Minen etc. etc., auch Drohneneinsätze, die tagtäglich geflogen werden, die gehören bereits jetzt zum täglichen Ablauf in der militärischen Auseinandersetzung und da hört man eigentlich sehr wenig. Es wird jetzt dieser Terminator-Antrag gestellt, aber faktisch müsste man schon über diese automatisierten Waffen tagtäglich sprechen, wenn hier durch irgendwelche Militärverwaltungen täglich Leute hingerichtet werden, ohne gerichtliche Verfahren, ohne Sonstiges. Also da würde ich mir mehr Einsatz erwarten, auch im außenpolitischen Bereich, Herr Minister, denn eines fällt schon auf. Befreundete Nationen, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten, werden von Österreich nie in die Ziehung genommen, dass es ständig Drohneneinsätze gibt im Nahen Osten und sonst wo, wo natürlich auch immer wieder Zivilisten ums Leben kommen und das eigentlich zum täglichen Bild gehört. Zuletzt auch die Situation Aserbaidschan, Bergkarabach. Auch da sind Drohnen eingesetzt worden. Auch da habe ich leider Gottes noch keine kritische Stimme gehört. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir unterstützen diesen Antrag natürlich. Ich würde mir aber trotzdem, und jetzt möchte ich es noch einmal erwähnen, mehr Mut dabei erwarten, dass man auch bestehende Waffensysteme, die aus unserer Sicht ethisch gar nicht vertretbar sind, kritisiert, dass man das nicht nur mit den sogenannten internationalen bösen Buben macht, sondern auch mit befreundeten Nationen. Wenn wir diesen Schritt schaffen und wenn wir diesen Mut aufbringen, dann geht es in die richtige Richtung. Nur kann ich ihn bis jetzt nicht erkennen. Und wie gesagt, passen Sie auf mit der künstlichen Intelligenz.